waren zu lange weg. Es wird wieder Zeit. Ich bin Timon. Und ich bin Ferdinand. Und das ist die Buckel Wunderlich Experience. Und mit dabei haben wir heute Gerd Gegerenzer. Ich freue mich sehr. Zu einer Zeit, in der Daten immer entscheidender werden und auch in der immer mehr Daten gesammelt werden, haben wir nur jemanden eingeladen, der sich ganz viel mit Daten beschäftigt hat, beziehungsweise auch weiterhin mit Daten beschäftigt, mit Risikoforschung allgemein und mit dem Thema, wie trifft man richtige oder gute Entscheidungen. Dazu direkt einmal eine Frage, Herr Gegerenzer. Es sind mehr Daten immer besser, um bessere Entscheidungen zu treffen? Nein. Einmal brauchen Sie gute Daten, nicht mehr. Und zum Zweiten, wenn die Vergangenheit nicht so ist wie die Zukunft, ja, dann helfen Ihnen Daten aus der Vergangenheit wenig. Im Gegenteil, sie führen Sie in die Irre. So, wie können wir denn bemessen, welche Daten die richtigen sind, also welche Daten wir sammeln sollten, um wirklich, also welche Daten sind relevant für die Entscheidungen, die wir treffen? Ja, also hier ist es wichtig zu unterscheiden zwischen Situationen, die stabil sind, also wo man die Risiken berechnen kann. Wenn Sie heute abends ins Casino gehen und Roulette spielen, können Sie sich ausrechnen, wie viel Sie auf lange Zeit verlieren werden. Da brauchen Sie keine Intuition, da ist alles sicher. Ja. Aber wenn Sie den richtigen Partner fürs Leben oder Partnerin suchen oder nur die Grippe oder die Coronavirus vorhersagen, also wohin geht das, dann sind Sie in einer instabilen Welt. Man nennt es auch Ungewissheit. Und dort reicht eben viele Daten und auch Big Data nicht aus, weil die Zukunft hat Überraschungen. Im Gegenteil, die Vorhersagen, wie wir es auch gesehen haben bei Corona, die ersten Modellierungen, führen in die Irre. Denn sie in einer instabilen Welt muss man vorsichtig sein und versuchen, vielleicht die letzten Daten zu nehmen. Dann hat man noch eine Chance, dass es vielleicht morgen so ist wie gestern. Aber die ganze Vergangenheit zu nehmen, das führt zu einer Illusion der Gewissheit. Und welcher Teil fehlt dann? Also welchen Teil müssen wir dann von außerhalb hinzufügen, wenn Daten nicht reichen? Nun, also idealerweise bräuchten Sie eine stabile Welt, eine gute Theorie und viele Daten. Also Astronomie ist zum Beispiel dafür. Also die Bewegung der Himmelskörper hängt nicht von uns dreien ab. Und das Kernproblem oder die Kernursache für Ungewissheit sind Menschen. Okay. Menschen sind nicht wirklich berechenbar. Und das ist auch der Gegenstand, wo künstliche Intelligenzsysteme, seien sie noch so kompliziert, die größten Probleme hat. Also Vorhersagen von Verhalten von Menschen. Also Predictive Policing ist sehr schwer. Recidivism, das heißt die Vorhersage, ob ein Angeklagter wieder eine Tat, eine kriminelle Tat begehen wird im nächsten Jahr, ist verdammt schwer. Und da helfen auch mehr Daten nicht. Also wenn man jetzt noch mehr Korrelation zwischen unterschiedlichen Charakterzügen oder differenzierter zumindest den Charakter betrachtet, würde das... Ja. Mehr Vergangenheit der Person in Beziehung zu anderen Straftaten. Ja, das ist eine Illusion, ne? Es gibt sozusagen einen Punkt. Eine gewisse Anzahl von Informationen brauchen Sie. Aber was mehr wird, das führt nur zu dem, was man in der Statistik Overfitting nennt. Also Sie machen ein Modell und Sie machen Feintuning in der Vergangenheit. Aber dann ist die Zukunft anders. Und dann liegen Sie flach. Beispiel. Vorhersage von Grippe. Können Sie sich noch erinnern an Google Flu Trends? Google Flu Trends ging zwischen 2008 und 2015. Und die Google-Ingenieure hatten eine gute Idee. Wir wollen die grippebezogenen Arztbesuche in verschiedenen Teilen der USA und dann auf der ganzen Welt
Vorhersagen. Und zwar schnell. Wir wollen vorhersagen, was es in, wie es in einer Woche ist. Ja. Und dann hatten sie auch eine gute Idee, nämlich man kann das schließen von den Sucheingaben. Also Menschen, die nun Symptome haben, geben, sofern sie Googles Suchmaschine benutzen, ein, mir fehlt das und das, was könnte es sein oder was kann man tun? Und daraus kann man dann den Verlauf der Grippe vorhersagen. Also haben sie ein komplexes Modell gebaut, geheim, ja, das ist Google, und mit 50 Millionen Suchbegriffen, mit 100 Millionen von Modellen das Beste rausgesucht und haben dann angefangen, Vorhersagen zu machen. Klingt ja erstmal smart. Ja. Klingt smart, ja. Wäre auch smart, wenn der Grippevirus zuverlässig wäre, berechenbar wäre, stabil wäre. Das ist aber ein Virus wie Coronavirus, das nicht ist. Es mutiert. Also, das ist einer der stärkst mutierten. 2009 gab es die Schweinegrippe. Ja. Und der Big Data Algorithmus hat gelernt, die Grippe ist hoch im Winter, niedrig im Sommer, hoch im Winter. Und so weiter. Ja. Dummerweise kam die Schweinegrippe im Sommer. Dann hat der Algorithmus die grippebezogenen Arztbesuche während des Sommers ständig unterschätzt. Hm. Sehen Sie? Weil das Wissen aus der Vergangenheit hat den Algorithmus sozusagen in die Irre geführt. Und die Google-Ingenieure konnten das auch nicht ändern. Es hatte zu viel Big Data. Und was haben sie gemacht? Sie haben den Algorithmus neu gemacht. Was sinnvoll ist. Nur, es gibt zwei Möglichkeiten. Sie haben ein komplexes Problem und sie haben eine komplexe Lösung und sie funktioniert nicht. Was machen sie? Die Google-Ingenieure sind nach dem Motto gegangen, jetzt muss ich es noch komplexer machen. Ah. Und haben die Anzahl der Prädiktoren von 56 oder so auf 160 erhöht. Noch mehr Daten eingespeist. Hat aber nichts geholfen. Hm. Das hätte man schon sagen können. Ja? Also aus der Statistik weiß man ja, dass unter hochgradiger Ungewissheit, wenn ein komplexes Modell schief geht, muss man es einfacher machen, nicht komplexer. Und ich habe mit meinen Kollegen einen Algorithmus entwickelt, der nur ein einziges Datum nimmt, nämlich die Anzahl der grippebezogenen Arztbesuche in der letzten Woche. Das war das neueste Datum, nur das. Und vorhergesagt, nächste Woche wird es genauso sein. Dieser Algorithmus hat über die ganzen 9 Jahre, in dem Google Flu Trends lief, und für alle 3 Updates, die die Ingenieure gemacht haben, jeweils die Vorhersagen, also den Fehler um die Hälfte reduziert, und die Vorhersagen waren immer besser mit einem Datenpunkt statt mit Big Data. Und das geht. Das widerspricht halt eigentlich so. Zu dem eigenen Verständnis irgendwie davon, wie man dann Entscheidungen trifft. Man denkt immer, ja, wenn ich mehr Infos habe, ist es eigentlich besser. Das ist auch richtig. Und ich nehme auch in meiner Forschung diese Ideen, man nennt es im Englischen Recency, also das letzte Datum zu nehmen. Ja? Recency aus der Psychologie. Menschen funktionieren so. Menschen wissen intuitiv, wenn sie in einer instabilen Welt sind, dann lohnt es sich, nicht alles zu erinnern, was in der Vergangenheit war. Sondern der beste Indikator ist vielleicht noch das letzte Datum. Und ich nenne das psychologische KI. Also, dass man Algorithmen informiert über die Prinzipien, mit denen das menschliche Gehirn arbeitet. Gibt es da schon... Ja. Ja, bitte. Bitte, ich möchte Sie nicht unterbrechen, das ist viel zu interessant. Der Kernpunkt ist die Unterscheidung zwischen einer stabilen Welt und einer unstabilen Welt.
Grippe, Viren erzeugen unstabile Wetten. Wir wissen nie jedes Jahr, wie das Grippevirus nun mutiert ist, nächstes Jahr. Das ist typisch. Wenn Sie in einer stabilen Welt sind, dann sind diese einfachen Algorithmen, wir nennen die auch Heuristiken, nicht gut. Da brauchen Sie mehr Information. Aber wenn Sie etwas vorhersagen wollen, was dynamisch ist und sich ändert, dann müssen Sie es einfach machen.